Servus Leute, zurück zu Let's Play Solarstar, der Eispalast. Wir befinden uns jetzt in den Ruinen von Telemar, einem Ort, an dem es Sachen zu erkunden gibt. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum wir hier sind. Wir müssen mit Ruat reden. Und naja, die Zorax haben die Eislande der Zwerge sozusagen infiltriert. Beim letzten Mal haben wir ja schon einen Komplott aufgedeckt. Und jetzt verdichten sich Hinweise, dass hier was zu holen ist in den Schreckenslanden. Du bist nicht Ruat. Das freut mich. Vielleicht gibt es ja mal eine Nebenquest, weil das fehlt mir ein bisschen. Clear skies, friends. Hello, adventurers. Need anything from the scavengers? You must be Ruat. Master Goodcheer told us to come here for information. Is it Master now? She never was very humble, our dear Violet. Are you the Zorak killers? Annie mentioned you. That's us. And Zorak business is why we're here. Damn. My former mentor, Hector, he disappeared in there, taken by orcs. We never found him, but we found Zorax. Violet thought he was one of them. Violet also blew the whole place up. It happens, darling. Who wouldn't toss a fireball at a bunch of Zorax? Okay, Hector ist verschwunden. Wer ist das? Who was Hector exactly? He was a seasoned scavenger when we arrived here. We had a dozen people with us. Orcs attacked us while we were setting up the camp. One of us ran to Kyr Kiflin for help, and Annie sent us four adventurers. That was me, along with Violet, Vigdis, and Garrod. We cleaned the place out as much as we could until, well, until it collapsed. Mit dem Feuerball. Und wer seid ihr nochmal? Can you tell us your names again? I'm Lena, and this is Ruat, my dear husband and quartermaster of our little scavenger outpost. The place is used as an outpost and relay station for the Badlands and the Marches. You can shop at our stores, sleep in our camp, and, of course, do business with the scavengers here. Das ist doch gut. Und ihr habt auch gegen die gekämpft? You said you fought Zorax. Nobody believed in them back then. I had my doubts, but after the orcs, the spiders, the things we faced couldn't be anything else. We never found Hector, so Violet said it couldn't be a coincidence. Because she didn't know him. Actually, we're looking for anything related to a Manichaelan wizard who taught in Telemar. There's not much left. Just one magic door we could never open, which resisted the collapse. I guess we'll take our chances. As you wish. Thank you. As you wish. Mir egal. Alles scheißegal hier. Wir sind draußen. We have wir sind a new letter alle verloren. From Beric Sunblaze. Was? Wie? Brief? Wir haben einen neuen Brief von Barracks für den Sturm. Okay, heißt es. Oh ja. Liebe Freunde, ich habe von den Traurigen in Kapakunki gehört. Ich bin jedoch froh, dass ihr Lord Kagokoins Mörder finden und in die Stadt von Sora an den befreien konnte. Es bestätigt auch, dass unser Feind in der Schneeallianz tief verankert ist. Von der Front kommen nur schlechte Nachrichten. Die Streitkräfte des Fürstentums halten im Vorrücken der galvanischen Truppen kaum stand. Das Gute ist, dass das neue Reich die Gelegenheit nicht nutzt, um aus dem Süden anzugreifen. Sogar sie sind nicht blind genug, den Zorakat bei unserer Vernichtung zu helfen. Ich wünsche euch das Beste für eure Unternehmungen. Marshal Barrick Sunblood. Okay, da wo wir herkommen, da geht es anscheinend zur Sache. Was ist mit Hector und, genau, Exoneika. Danach suchen wir eigentlich. Ja, erstmal Gräben erladen. Was gibt es hier? Sprache verstehen? Trank des Sprache verstehen? Interessant, dass das angeboten wird. Eventuell brauchen wir Sprache verstehen. Aber das wäre kein Thema, weil das haben wir ja. Oh, hier gibt es unterschiedliche Bolzen. Das ist schön. Und ansonsten ist hier nichts von Wert. Ja, das ist immer so enttäuschend. Ich hätte gerne geile Sachen, die das Leben schöner machen. Achso, ja. Für Sachen verkaufen. Das kann man verkaufen. Alles, was hier im Inventar ist bei ihm, wird einfach gnadenlos. Was denn dann teurer? 16.000, naja. Wobei, die geben mir nicht so viel wie... Doch, nein, ich bin lebende Legende bei denen. Okay, ich bin Disco-Kugel. Ich bin Disco-Stew. Ja. Verkaufen wir gleich.
So muss es sein. Einzelne Bolzen weg damit. Neu ordnen. Alles gut. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen geneigt, dass ich vielleicht ihr ein paar Sachen... Sie hat zu viel im Inventar. Was ist hier so schwer? Das ist blöd. Zu viel im Inventar ist immer blöd. Was hat denn so viel Gewicht? So Steinchen haben so viel Gewicht, oder? Nein, nicht einmal. Diese ganzen Prep-Rüstungen haben viel Gewicht. Naja. Ja komm, ich werde niemals einen Schuppenpanzer machen. Der Dolch kann weg. Den Wurfspeer werde ich auch nie machen. Der Langbogen ist schon eher interessant. Druide haben wir leider nicht. Das ist die andere Gruppe in der anderen Erweiterung. Deswegen könnte das auch weg. Braunbärenpelz. Eisbärenpelz. Die sind wertvoll und gewichtig. Ja gut, aber so hat sie schon mal ein bisschen mehr Platz. So, dann schauen wir bei der nächsten. Da sieht es nämlich platzmäßig auch wieder gruselig aus. Die Vorräte sind, glaube ich, ja, die sind stark gewichtig. Wir brauchen nicht so viele Vorräte. Das sollte ausreichen. Ja, dann ist da erstmal wieder Platz. Oder haben wir, nee, das passt schon so. Gut, dann muss es jemand anders tragen. Und bei ihr ist so absolut kein Thema. Absolut kein Thema. Gut. Dann kann sie ja eigentlich Vorräte tragen, weil sie trägt sowieso sonst nichts. Da ist noch einiges an Platz. Dann Vorräte an sie übergeben. Und dann ist, glaube ich, schon Ende im Gelände. Jawohl. Aber so ist es ausgeglichen. Schön. Was haben wir hier für eine Gegend? Was ist das hier? Gibt es hier was zu plündern bei den Plünderern? Ah ja. Oder gibt es einfach bloß einen Stollen? Da gibt's. Oh ja, das da. Das habe ich schon lange gesucht, oder? Genau. Plünderer-Expedition. Die gehen jetzt dorthin und sammeln alles ein und dann kriege ich das wieder. Dann. Wollte ich nicht Sachen in Einklang bringen? Habe ich das gemacht? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, deswegen... Werden wir einfach mal rasten. Bevor wir da reingehen, schauen wir mal, ob alles in Ordnung ist. Ach ja, und die Zauber. Stimmt, die Zauber. Daran wollte ich was ändern. Zauber vorbereiten. In Einklang bringen wir, glaube ich, in Ordnung. Wir haben die Waffe, wir haben das. Da ist alles in Einklang, da ist alles in Einklang, da ist alles in... Bei Silke könnte man bestimmt bessere Sachen noch in Einklang bringen. Gift. Klettern. Ja, vielleicht ist für sie Klettern ziemlich praktisch. Aber ich glaube, auch ohne an der Wand entlang laufen zu können, sind wir gut. Also in Einklang ist alles in Ordnung. Zauber vorbereiten. Hier war alles in Ordnung. Da habe ich es ja gemacht, aber hier habe ich es vergessen oder falsch gemacht. Da habe ich nur gelernt, aber nicht ausgewählt. Also der Kugelblitz ist nicht schlecht. Da muss ich nur nochmal... Ziel 1 plus 3 in einem 6 Radius Würfel. 10 W8 Schaden. Plus ein Nebenziel bei Erhöhung. Also der Kugelblitz ist gut. Der Kugelblitz ist ein guter Spell. Geht es, greift eine Kreatur mit einem Blitz? Ziel überspringen. Normalerweise Gegner, aber einmal habe ich es auch gesehen, dass es auch mich getroffen hätte. Die Todeswolke ist zwar ganz cool eigentlich. W10, 5W8, Rettungswurf. Hier gibt es keinen Rettungswurf. Na dann. Todeswolke weg und ich möchte... Stattdessen die Schwerkraftschleuder. Und was mache ich mit Feuerwand? Da mache ich ein Regenbogenspiel.
aus. Ja, Verwirrung. Der Rest sollte passen. So soll vorbereitet werden. Gut. Sehr gut. Wir sind bereit. Auf geht's. In die Höhle. In die Mine. Was auch immer. Ah ja, das ging recht flott. Kurz mal auf die Map schauen. Tunneleingang, alles klar. Ah, da haben wir auch den Außenposten. Wo wir theoretisch zumindest... Oh, da wäre was gewesen. Achso, da haben wir reingeschaut. Genau, ein paar wenige, sehr wenige. Wollte gerade sagen, was war denn das gerade für ein Effekt? So, da das ja der Anfang ist, erwarte ich eigentlich noch keine gegnerischen Begegnungen. Das ist immer crazy, wenn hier auf einmal Sachen angehen. Hier ist eine gewisse Magie am Werk. Die Ausgrabungsstätte. Hier waren ja die Plünderer, also erwarte ich hier eigentlich nichts. Das ist die Tür, die sich nicht öffnen lässt. Is that the magic door Ruad told us about? If Violet couldn't open it. Adrastea's ring. It's shining. What's the link between Adrastea and this door? You know what? Let's go seek the answer to that question. Okay, das war der eine Questring, den wir haben, oder? Adrasteas Ring. Das ist der da, oder? Siegelring der Bannmagie. Eigentlich ist es eine super Sache für dich. Das solltest du in Einklang bringen. Bei nächster Gelegenheit. Und zwar statt Gift. Weil eigentlich ist das eine... Guter Ring. Besser als einfach Resistenzen, weil Rüstungsklasse und Rettungswürfe sind immer gut. Okay, der Siegelring hat auf jeden Fall die Tür geöffnet. Jetzt erklärt es auch, warum es ein Questgegenstand ist. Das hat mich nämlich von Anfang an verwundert. Komponenten hier. Aber vorher habe ich da drüben Sachen gesehen. Die müssen wir natürlich auch erstmal anschauen. Bevor wir da hingehen. Das sieht... Weniger aus wie ein Behälter, sondern eher wie ein Spinnkokon. Klettern ist deine Sache. Kommst du irgendwie dorthin? Kommen wir irgendwie dorthin? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Tja, so viel dazu. Da machen wir es uns ganz leicht. Scheiß auf Rätsel. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Hat sich ja wirklich gelohnt. Was ist hier überall? Ah ja. Wie hätte man das ohne solche Zaubertricks machen sollen? Wieder wie schwimmt. Das ist eigentlich ganz witzig. Genau, so kann man auf jeden Fall von der Seite rüber. Ich weiß nicht. Na gut. Aber das war doch erfolgreich. Ich bin hin und her gerissen. Eigentlich will ich schleichen und Gegner überraschen. Andererseits wissen wir ja mittlerweile, es ist nicht gut. Wenn das Spiel dich nicht sieht, dann spawnt es keine Gegner. Aber gut. Ein fliegender Kämpfer. Dann gehen wir mal hier rein. In die Tür, die wir ohne Probleme öffnen konnten. Spinnen. Oder ähnliches. Uh-oh. Sorak. Damn cultists. Mehr Sorak. Und eine Purpurspinne. Da haben wir doch schon mal Spinnen. Gut, dass wir schleichen. Sonst wäre es vielleicht schon Kampf.
Oh, verschlüsseltes Tagebuch. Interessant. So, that's Hector? Damn. We're not the first ones here. Look, up there. He didn't need to come through the door. Typically Sorak. Wir sollten das Tagebuch mal anschauen. Was steht denn da drin? Wir haben schon einen Schlüssel, okay. Alle folgenden Einträge werden um eine fortschreiten im umgekehrten alphabetischen Reihenfolge. Unsere Pläne gehen voran, aber langsam. Gerüchten zufolge sollen... Okay. Warte mal. Alle folgenden Einträge werden um ein fortschreiten in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge. Ein fortschreiten in umgekehrter... Ein B ist ein A und sowas? Okay, irgendwas mit Plänen und Ort. Wir sollen theoretisch den Bescheid geben, aber da unten sind Gegner. Sehr viele Gegner noch dazu. Aber da wir sneaken und auf einer anderen Ebene unterwegs sind, ist das ein Vorteil für uns. Ein sehr guter Vorteil. Wir sollten generell vielleicht die Positionierung mal abändern, weil die Fernkämpfer sollten hinten sein. Gut, wie sieht's aus? Was passiert, wenn die hier eine Schwerkraftbombe bekommen? Das würde mich interessieren, weil zu Boden fallen ist ja ein bisschen komplexer bei denen. Ich sehe auch unten noch Spinnen, deswegen hätte ich gerne eigentlich genau das. So! Surprise! Ini! Okay. Kampfunfähig. Purpurspinnen haben Leben. Dum, bum, bum. Runde und die hauen. Schön aus dem Sneaky Tag. Das war alles gut. Gut war das. Tatsächlich glaube ich. Das ist schlecht. Nein, jetzt habe ich die Waffe gewechselt. Kraft einsetzen. Schattentrick. Well struck. So, und wir gehen wieder eine Plattform höher. Sicher, sicher. Die sind nicht nur überrascht, die haben auch andere Probleme. Ich gehe mal dorthin, die sehen mich tatsächlich nicht scheinbar. Und bereite zumindest einen Angriff vor. Of course you've been detected. So, das war ganz brauchbar. Folgen wir jetzt mit einem Blitz. Arcana Evil! Mummies! Another victory!
Stark. Sehr stark. Optional. Also optional sollen wir sowieso raus. Na, da können wir all in gehen hier in diesem Kampf, weil... Dann... Was machen wir dann? Erstmal hüpfen wir darüber, dann haben wir eine bessere Positionierung. Beziehungsweise Sicht. Weil dann... Heulen und Feuerball auf die dort unten. Dann hau ich einen hohen Feuerball, einen richtig hohen, plus Würfel, richtig, richtig hoch. Ändern soll's richtig scheppern. Und das hat es auch. Jump. Dann brauche ich einen Bogen. Und schieße eine ab. Well done. Gut, eine weniger. Nein. Ach, dort oben sind auch welche gespawnt. Die habe ich nicht gesehen, das stimmt. Sleepy. Die dort oben sind lästig. Tatsächlich, Moment. Haben wir nicht dort oben irgendwie so gestartet? Scheinbar nicht. Wow, hat die Reichweite. Das sind doch zwei Felder, oder? Naja. Weg mit dem Viech. Und weg mit dem Viech. Und dann fliegst du mal nach oben. Gehen aufs schwächste Glied. Da sind wirklich voll viele jetzt gespawnt. Ah, lass mich raten. Wäre ich nicht am Schleichen, dann hätten die... Dann hätten die, nachdem ich den geplündert hätte, angegriffen. Das wäre cool gewesen. Aber so fand ich es echt nicht schlecht. Okay, wir haben hier auf jeden Fall lästiges Schmeißfliegen. Lästige Schmeißfliegen. Ich hätte gerne einen ziemlich harten Kill-Skill. Feuerball. Das wäre schon geil, oder? Ja. Selbstzerstörung. Jawohl. Ich glaube, das war worth. Muss ich tatsächlich eingestehen. Wie viel Leben haben die noch? Die haben noch genug Leben. Da hauen wir noch einen Feuerball rein. Selbstzerstörung pur. Jawohl. Ja, muss man auch mal machen, nicht wahr? Ach, das will ich gar nicht sammeln. Muss ich zugeben. Ganz nette Sachen, aber will ich gar nicht sammeln. What strength? Ja, tatsächlich, wir gehen einfach wieder zurück und schlafen erstmal. Und berichten, wollte ich natürlich sagen. Wir gehen zurück und berichten. Dann verliere ich auch das Fliegen wieder. Moment, what strength? Die Magierin wollte nicht runterklettern, kann das sein? Wir müssen auf jeden Fall darüber. Da wird es noch interessant. Aber erst berichten wir, dass anscheinend ihr Kumpel Hector Verräter war. Habe ich das richtig gedeutet aus den Anfängen? Ja, wir gönnen uns erstmal Ruhe. Unsere Zauber wieder zurück. Nachdem wir all in gegangen sind gegen die paar Spinnen. War spaßig, fand ich. So muss es sein. Auch schön, dass wir angefangen haben und sie so zusammengetrunken. So, mit dem muss ich reden.
Look who's here. Did you find anything? We found a dead Sorak in his coded diary. The man you knew as Hector. Oh no, I can't believe it. At least now you can mourn. How is it possible? For years, he was like a father to me. He was managing multiple operations all over the marches. I'll copy this and spread the word. Good idea. We need to continue our research here. We need to go. Thank you for finding him. Strike true. Gern geschehen. Oh, oh, schaut mal her. Haben wir 1000 Erfahrungspunkte bekommen. Das ist doch ganz nett. 1000 Erfahrungspunkte for free. Alt. Wollte gerade sagen, da fehlt doch jemand. Apropos, okay, ist egal. Apropos, da fehlt jemand. Ich muss mal schauen. Sie verbraucht am ehesten... Ach, sie hat noch genügend Pfeile, lol. Ich dachte... Mal die Pfeile anschauen. Ja, kein Thema. Kein Thema mit den Pfeilen. Alles gut. Ah, hier hätte auch die Sachen verkaufen können gleich. So, wir müssen darüber. Spinnen sollten keine mehr da sein. Außer die haben eine sehr hohe Reproduktionszeit. Wobei, hier sind so viele Kokons. Da könnt ihr... An einem Tag können da genügend Spinnen schon wieder geplatzt sein, da rausgekommen. Man weiß es nicht. Gut, was haben wir hier? Sieht hübsch aus. Was? See those runes on the wall? They seem inactive. More Manicalon shenanigans. I love it. Sie sollte vielleicht diesmal die Bewegung machen. Sie ist am geschicktesten. Quadratschlüssel fehlt, hä? Was haben wir hier? Quadratschlüssel fehlt. Quadratschlüssel fehlt. Schau mal, ob du die Tür öffnen kannst. Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass das einfach so geht. Quadratschlüssel fehlt. So, jetzt gar nichts. Welchen Sinn hat diesen Raum, wenn es kein Kampf-Area ist? Vielleicht kommt das noch. Oh, was haben wir hier? Ne, da Quadrat. Irgendwas mit Quadrat wollten die dauernd. Ihr braucht einen Quadratschlüssel. Ihr braucht einen Dreiecksschlüssel. Okay, wir brauchen Schlüssel, wie es scheint. Und wir haben hier ein kleines Portal. Sind wir jetzt in einem Escape Room oder sowas? Zumindest sind hier erstmal keine Gegner zu sehen. Es geht magisches Licht an und hier sind Sachen zu erkunden. Quadratschlüssel. Anleitung zu individuellen. So, Laboratorium. Experimentelle Funktion mit Vorsicht verwenden. Schatzkammer, Dreieckschlüssel benötigt. Imperialer Netzwerkzugriff, Quadratschlüssel und Gebieter benötigt. Drei.
Aha. Das hat bestimmt noch eine Bedeutung, aber wir schauen uns noch weiter um. Quadratschlüssel. Also Schatzkammer. Das hört sich nach etwas an, das ich haben möchte. Da ist ein Schwert. Prachtvolles Langschwert. Ein Zeichen von Meister Yannick, von Lord Gurdy. Das ist euer magisches Schwert, oder? Da müssen wir Zeit verwenden. Was sind denn das für exorbitante Werte? Amboss. Das ist ein wahrer Boss. Muss es in Einklang? Ja, natürlich. Kälte. Okay. Der Unterschied ist eigentlich gering. Kannst du Langschwerter tragen? Scheinbar. Gibt es einen Grund, warum du das tragen solltest? Ein plus 8. Yo. Das ist es. Das ist deine neue Waffe. Wow. Wenn du so Resistenz gegen Feuer, Kälte. Haha, da haben wir den Ring weg. Da hauen wir diesen Ring weg. Dann haben wir nämlich denselben Effekt in dem Schwert. Muss in Einklang gebracht werden, das ist auch in Einklang. Wir brauchen eine Rast. Aber das ist mächtig, diese Waffe. Oh ja, das ist eine Waffe. Mich wundert es, dass sie Langschwerter tragen kann. Kann sie wirklich Langschwerter tragen? Ah ja, sonst wird sie ja schon angezeigt. Das ist jetzt kein Unterschied bei den Werten und so. Beziehungsweise im Gegenteil, es ist ein Riesenunterschied. Okay. I love it. Kurz mal weiter umschauen. Hier an den Wänden entlang. Man muss ja immer mal schauen. Vielleicht ist ja hier irgendwas versteckt und die Sinne entdecken irgendwas. Man hat jetzt bisher nicht viel hier gefunden. Wir haben einen Quadratschlüssel. Mit dem Quadratschlüssel können wir jetzt an verschiedenen Dingen was machen. Ja, hier ist irgendwie sonst nichts. Es gibt sich. Das ist. Ja, gut. Das ist stylisch, aber aufwendig dafür, dass man hier nichts macht. Sonst. Aber das Schwert. Holla die Waldfee. Aktiviert ein weiteres Ziel. So. Theoretisch. Hör ich hier irgendwas krabbeln oder so? In der Theorie haben wir hier ein Rätsel scheinbar. Kreis, Kreis, Kreis. Also. Achso, Kreis, Kreis, Kreis ist Laboratorium. Experimentelle Funktion mit Vorsicht verwenden. Jetzt muss man bloß herausfinden, welches. Wir haben Kreis, Kreis, Kreis. Okay. Was bewirkt hier der Schlüssel? Hier haben wir drei verschiedene Orte. Ja, gut, aber jetzt habe ich den Schlüssel nicht mehr. Jetzt kann ich den nicht mehr nehmen. War das nicht das Laboratorium, wo wir jetzt waren? Jawohl. Aber da wollen wir ja nicht hin.
Wie kann ich jetzt den Schlüssel wieder rausnehmen? Ah, okay. Was ist das? Ungültige Kombination. Okay, ich habe nichts verloren. Ja, komm, raus aus dem Schleichmodus. Bisher kam nichts. Da wird auch nichts kommen. Und wenn, machen wir es weg. Das ist eine experimentelle Funktion, die wir jetzt aktivieren, glaube ich. Mit Vorsicht zu genießen. Das ist ein Kampf. Geht ins versteckte Labor. Ja gut, für die Schatzkammer brauchen wir den Dreiecksschlüssel noch dazu. Genau, wir haben anscheinend den Schlüssel hier rein, damit wir hier Ziele auf Kreis oder das umändern können. Sehr gut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir das experimentelle Labor besuchen. Davor werde ich aber, glaube ich, nochmal rausgehen, um zu schlafen, um Einklang zu verursachen. Das wird toll. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.